Moin, moin, Matrosen, herzlich willkommen, hier ist der Klabautermann. Ich führe euch ein bisschen auf diesem YouTube-Kanal herum und zeige euch, was ihr hier erwarten könnt. Einerseits, wenn man so drüber schaut, was die letzten aktuellen Projekte waren, das ist alles sehr Survival-lastig. Stranded Deep, Astroneer, The Long Dark, Frostpunk, da habe ich was zu den Archen gemacht. Auch hier die letzten geposteten Videos sind so in dem Bereich. Da sieht man, da ändert sich gerade einiges auch in Richtung Tipps und Tricks und Tutorials. Ob das die Stranded Deep Tutorial Reihe ist, wo es jetzt hier ganz aktuell ums Fleischkochen ging, oder ob das Stumpflusstal, die neue knifflige Karte, die es in dem Spiel The Long Dark gibt, ob es die ist, wo ich dann die neue Map mal in verschiedene Regionen unterteilt und bereist habe und die in dem Video vorstelle, oder ob es Frostpunk ist und die Frage, wie kann man da das Szenario, die Archen meistern. Wenn ihr weiter runterschaut, seht ihr auch, dass es teilweise Komplettlösungen gibt. Also den Story-Modus von This War of Mine, der Vaters Versprechen heißt, habe ich zum Beispiel einmal durch The Near Death. Oder dann so Geschichten wie The Long Dark, eine Challenge, die von Spielern entwickelt wurde, zu sagen, der Bibliothekar finde auf einer Map alle Bücher und bringen die an einen Ort, um das überlieferte Wissen der Menschheit sozusagen zu sichern. Was es an Unterhaltung gibt, ist zum einen manchmal so angespielt Geschichten, wo es eher viel um Gameplay geht, oder die zwei Noobs-Reihe mit Tommy von Two Crazy Games zusammen. Wir nooben uns da durch DayZ oder durch PUBG oder durch Astroneer oder jetzt ganz neu durch das Spiel Raft auf dem Floß. Durch. Ja, so viel zu dem YouTube-Kanal. Es gibt außer dem YouTube-Kanal noch den Blog klabautermannlp.info. Da versuche ich noch stärker in Richtung Tutorials und in Richtung Tipps und Tricks zu gehen. Also hier im Moment relativ viel zu The Long Dark bei den laufenden Projekten, aber auch eben Dinge, die ich gern gewusst hätte, als ich mit Stranded Deep begonnen habe. 7 Tipps, die dein Frostpunk-Leben vereinfachen werden. Ich betrachte einfach auch so Dinge wie die neue Updates, die es zu The Long Dark oder zu anderen Spielen, die ich gern spiele, gibt. Was es hier oft auch gibt, sind so thematische Zusammenfassungen, dass ihr alle Artikel von The Long Dark euch anschauen könnt und zum Beispiel auch alle Maps, die es von den einzelnen Regionen gibt, die ich bereist habe und die ich kartiert habe, sodass man sich da verschiedenen Landkarten auch direkt als Download runterladen kann. Wer einen Überblick über all das behalten möchte, der ist eingeladen, Labis Flaschenpost zu abonnieren. Das ist ein Newsletter, in den ihr euch hier einfach eintragen könnt unter news.klabi.click. Und da erfahrt ihr dann zum Beispiel so Dinge wie, wenn es gerade den Raft Hive gibt, dazu was geschrieben habe, habe ich ein Tutorial für die ersten Tage. Ich habe was zu dem ersten Update geschrieben und ich habe bei Steam ein Review geschrieben, wo ich die Leser des Newsletters gebeten habe, mal drüber zu schauen und ein Feedback zu geben, wie sie das finden. Oder es gibt einfach, die sind dann vorne mit so einer Glocke gekennzeichnet, wenn ich sage, ich spiele im Livestream auf Twitch etwas. Ja, da ist dann zum Beispiel der Hinweis auf einen The Long Dark Livestream, wo ich kurz beschreibe, was ich vorhabe und wo ihr dann direkt einen Link im Twitch-Event auch drin habt, sodass ihr wisst, an welchem Tag und um wie viel Uhr der Livestream startet und auf welchem Kanal natürlich. Ja, so viel dazu. Ich freue mich, wenn ihr irgendeinen dieser Kanäle besucht oder auch mehrere. Ich freue mich über Feedback und Kommentare hier unter diesem Video, wie ihr den Kanal findet, wo ihr so Möglichkeiten und Chancen für mich vielleicht auch noch seht, den weiterzuentwickeln. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst irgendwo sehen. Bis dahin macht's gut. Schöne Grüße, der Klabautermann.